Polski. Polski bestimmt. Oh ja, da freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Oh, das ist sehr süß. Oh nein! Das sieht ja hier aus wie grüne Woche. Wenn man das isst, wenn dir kalt wird, kannst du dich damit zudecken. Sehr grüne Woche. Zum ja, Zudecken. Was glaubt ihr denn, was ist drunter? Na, wahrscheinlich irgendwelche Sachen. Was zu essen? Zur Überraschung oder damit wir nicht gleich einen Schreck kriegen, wenn das hier losgeht. Plastik, abgefedert mit einem Deckel, ist irgendwie was drin. Eins, zwei, da, 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 da. Dann machen wir ganz auf. Oh, 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 ich werd verrückt. Oh, alles meine. Ach, na, das sieht doch so aber schön aus. Alle Süßigkeiten. Guck mal, wie lecker. Das kannst du essen, Gelee. Das sind so Geleefrüchte. Das sind Geleefrüchte. Das mache ich gar nicht gerne. Und das ist Kekse. Jezuki. Irgendwie mit Nüssen, mit Haselnüssen. Guck mal, darfst du Haselnüsse essen? Natürlich. Ja, so, was haben wir hier Schönes? XXL. Ja. Was ist das? Das sieht alles sehr kalorienarm aus. Moment, ich guck das erstmal nach. Delici. Ich denke mal Polen. Polski. Polski bestimmt. Nehme ich an. Polen. Ja. Die machen schöne Naschereien. Wir probieren heute polnische Süßigkeiten aus. Oh ja, da freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Ich gehe mal hier, wenn ich das aufkriege. Machst du schon auf? Ja, dann kotze ich auch. Sonst wird das doch nie was. Ich reiß jetzt auch mein Tütchen auf. Aber ich denke, wir fangen mal mit deinem an. Das sieht gut aus. Guck mal, das sieht lecker das aus. Das sieht schön aus. Zugeben, ne? Lena, da ist uns mit Sicherheit Zitrone, Orange, irgendwie Himbeer oder sowas noch dabei. Erdbeer vielleicht. Guck mal, wie schön das aussieht. Bevor Petra jetzt gleich wieder zugreift, müsst ihr mal gucken. Ist das nicht wunderschön? Sehr schön. Das sieht doch schon mal lecker aus. Nicht so nicht. Riech mal. Huste da nicht ran. So. Ich huste doch nicht. So ein Dummbügel. Ich muss jetzt hier mal eine Zitronenscheibe. Chili. Die Polen machen wunderbare Süßigkeiten. Wirklich. Auch die polnische Schokolade ist heiß begehrt. Mir bringt manchmal einer eine polnische Schokolade, eine bittere mit. Ganz großartig. Aber das ist richtig Zucker. Orange. Meinst du natürlich Zitrone? Aber das ist mir ein bisschen sehr süß. Guck doch mal, wie viel Zucker da drin ist. Oh, das ist sehr süß. Perfekt ist es. Lecker. Muss ich mal abbeißen? Das ist der helle Wahnsinn. Da sollte ich mich davon etwas entfernen. Schmeckt richtig gut. Jetzt mega Krizetski. Ich hoffe, wir haben das richtig ausgesprochen. Mega Krizetski. Das essen wir jetzt mal. Das ist hier eine ganze lange. Sind zwei Stückchen. Das sind zwei Stückchen. Aha. Das ist eine Cremefüllung mit Coca-Cola vielleicht. Bestimmt eine Waffel. Warte mal, Anna. Ach, die Verpackung wird immer. So, du darfst jetzt mal anfangen, brech mal was ab. Das ist eine Waffel. Das ist eine Waffel, guck. Du siehst, Schokowaffel. Ich probier's mal, ich beiß mal rein. Das ist aber lecker. Sehr gut. Hierzu bräuchten wir jetzt einen Cappuccino. Ja. Das schmeckt sehr gut. Das ist sehr lecker. Nicht zu süß. Und Schokolade. Mit der dunklen Schokolade.
Das ist sehr lecker. Den noch auf Eis. Dieses Stück, diese Waffeln im Kühlschrank auf Eis, nachmittags zu einer Tasse Kaffee. Was will man alles haben? Was will man alles haben? Was haben wir denn hier? Quarantia. Quarantia. Da kriegt man irgendwas mit Orangen hin, oder wie? Delice. Champariski. Champariski. Aha. Vielleicht Champagnerkekse. Polski? Das schaffe ich nicht alles. Ich muss das halbieren. Guck mal, so ein schöner Keks. Der ist aber schön. Ach, das sind die Gläser, sind so weich. Ja, die sind weich. 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 Die sind weich. Die sind ja komisch, ne? Und wir haben so ein Schokoladenhütchen auf. Und dennoch gefüllt. Das schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. Und was ist da drin? Es schmeckt so ein bisschen zitronig, ne? Mhm. Ich denke, das ist so ein ganz weicher Biskuitteig. Auch hier in Deutschland. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ja, ja. Wie sind die denn im Vergleich zu deutschen Süßigkeiten? Ich bin der Meinung, die sind nicht ganz so süß. Und jetzt probiere ich das. Da steht nämlich nichts drauf. Scheint noch mal. Ah, doch. Blau ist oft Kokos. Hm? Waffeln mit Kokos. Waffeln mit Kokos. Das ist auch spannend. Schokoladig. Zeig. Zeig. Trüffel. Trüffel, ja, zeig. Trüffel, da ist Trüffel. Und? Aber sehr hart. Nee, da beiße ich mir ja meine Krone aus. Und das ist mir zu hart. Gut, Trüffel ist ja auch nicht schlecht. Also, bis jetzt waren sie alle, jeder auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das schmeckt ja gut. Trüffel. Ich komme ja komisch, wenn ich sage, das schmeckt alles. Aber es schmeckt wirklich. Na, in der Kindheit hat man ja viel so Sachen. Was habt ihr denn da gemacht? Wir haben uns manchmal, da gab es ja so Dosen, die waren Kekse drin und dann haben die Leute mal die Kekse gekauft und da waren Kuchenkrümel drin. Und das haben wir uns manchmal geholt. Und also, da waren manchmal so angeklatschte Waffeln noch dazwischen. Das haben wir gegessen, als ich Kind war. Das gab, ja, da gab es diese Bruchdinger, die waren, waren billiger. Aber ich kann mich erinnern, die hatten ja nicht so viel Geld. Ne? So Süßigkeiten und Kekse, das gab es nur zu besonderen Gelegenheiten. Und wir hatten in unserem Buffet so eine Plattform, wo alles so drauf stand. Unter anderem waren da auch Kekse drin. Und dann bin ich da heimlich als Kind das hab ich auch ran gemacht. Und habe mir Kekse geholt und meine Mutter hat es gesehen, habe ich einen Öhrling gekriegt. Weißt du, was ein Öhrling ist? Soll ich dir mal? Nee, ein Öhrling. Das was ist das? Ach, das ist ja. Ja, das ist ja gemein. Ja, aber ich habe auch einmal gesucht. Dann war das immer so schön verpackt in den Tütchen, wenn man gesucht hat, waren da wenig Süßigkeiten. Ja. Dann habe ich da eine Praline rausgenommen und gegessen. Dann hast du es wieder zugemacht. Nee, doch nicht gleich. Und die war so lecker, dachte ich, nee, da sind meine Finger noch mal daran. Habe ich noch eine rausgeholt und dann habe ich geschüttelt mit den Tütchen. Die Spitze war hohl. Dann habe ich das wieder richtig schön zusammengefaltet. Habt ihr denn schon mal polnische Süßigkeiten probiert?
Schreibt es in die Kommentare. Was habt ihr probiert? Wie ist es euch ergangen? Ich lese sie, ich kommentiere sie, ich rufe auch, ich schreibe auch wieder zurück. Und ansonsten, ihr kennt es alle, immer wieder das gleiche Theater. Abo, Abo, Abo. Däumchen und die Glocke und ihr seid eine coole Socke. Tschüss, euer verdammter Pfeffer.